Servus Leute, ich bin Eichner Ralf und ich bin in Dubai. Heute zum ersten Mal on Video. Ich mache für alle, die nicht dabei sein können und oder nicht dabei sein wollen, einen kleinen Eindruck bringen vom Sound Art Festival 09 in Mieres im Stubaital. Hinter mir ist der Eingangsbereich, das ist das Zelt und es ist kurz nach 2:30 und die finale Besprechung findet gerade jetzt statt und da schaut es wieder ein. Pedro hat ein paar ganz wichtige Sachen zusammengekriegt von der Gastro auf. Bitte, achtet gut drauf, weil es wichtig ist. Ja. Für die Leute, die dabei sind, ja, wir haben so Fässerstangen, das sind die Fässerstangen mit Kinderfässern, immer nur ohne Arbeit so bar. Das ist nur noch so 5 große Stangen, die ich muss, weil die können wir nicht mehr zubringen. Also, die Fässerstangen sind immer noch ohne. Wir können aber nur 0,5. Es ist Freitag, der 7. August, das ist Festivaltag Nummer 1. Im Hintergrund ist das Festivalgelände. Ich werde gerade sehen, ob es jetzt in etwa 20 bis 30 Leute da freiwillig arbeiten. Allen voran Sander Robert und Patrick Beten und einige andere für die diversen Arbeitsbereiche. Die ersten Bands sind schon im Anmarsch und stehen auch schon auf der Bühne für einen Soundcheck. Ich muss jetzt auch rein, weil ich muss Karten verteilen. Also, unterdessen ist es 8. Die Sonne ist im Stubaital schon untergegangen und es ist nicht mehr so heiß im Partyzelt. Was ihr jetzt gesehen habt, waren Black Fading Sky, Rising Nation, Endless Path und Light Lake. Es sind ungefähr 200 Leute beim Konzert und zwei davon sind da im Haus. Wie gefällt es euch? Geil, voll cool. Ja. Eure Lieblingsband? Rising Nation.
Ich sehe, dann dachte ich, coming for Christmas. Ja. Okay. Schauen wir mal. Wir sollten das machen, das ist echt geil. Und jetzt kommen wir zu Michael Diaz und Patrick Payton. Meines Zeichens Vite Obmann vom Verein St. Andreas Stubai. Michael Beers, der Chef der Küche. Wie läuft es in der Küche? Okay, ganz gut eigentlich. Besser, wie man gedacht hat. Viel verkauft schon? Ja, no, relativ, I think. Durch die Bank. Es ist 7 Mittag. Nein. Und ich krieg schon wieder einen Funkspruch. Einen Moment bitte. Danke. Ja? Was für Monitor brauchst du? Kann immer besser sein, aber wir müssen es nicht. Erste Ausgabe, erste Mail. Ich mal alle drei. Wen haben wir da? Hannes? Mit Henschmal da. Servus. Und wie taugt es bis jetzt? Ja, geil, voll geil. Ich fahre gut. Ich war ein bisschen blöd, dass man nicht zelten kann, aber. Und dann schon allein sitzen da blöd. Ein bisschen so, ja. Aber die Stimmung ist geil und Musik ist auch halt. Auch für nicht hart kommen. Für hart kommen. Wir grüßen alle Stubai Bots Family. Wir grüßen alle Stubai Bots Family, Group oder Connection, was auch immer das ist. Auf jeden Fall gut da und auf ein Wiedersehen. Ja, geil. Kommt nächstes Jahr wieder. Das ist übrigens der Hannes von Interpol. Auf Fischl auf die Balken. Das ist der Bereich hinter der Küche. Groovy! Ja, wink mal. Geil. Das ist Eiche. Die Mama von Sophie, Rudi, dein Papa. Sonst ist schon oben. Ja, und die ist halt. Er braucht. Und jetzt startet Circle P. Beta ausziehen. Deswegen wird jetzt da ganz hektisch die ganzen aufblasbaren Werbetürme und Bögen abgebaut. Das schaut so aus. Ich befürchte, dass wir einiges abbauen müssen, weil das Stubaier Wetter gewisse Sachen nicht zulässt.